Auch wenn die US-Börsen aufgrund des Feiertags Thanksgiving, dem großen Familienfest in den Vereinigten Staaten von Amerika, geschlossen bleiben werden, lohnt sich dennoch ein Ausblick auf Donnerstag, den 24. November 2016. Denn Konjunkturdaten kommen auch aus anderen Ecken. So zum Beispiel aus dem Land der aufgehenden Sonne, aus Japan, bereits um 1.30 Uhr in der Nacht der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Hier sind es die Zahlen für den Monat November, und zwar die vorläufigen Angaben. Ökonomen rechnen zumindest mit einem leichten Anstieg auf 51,7 Punkte. Damit wäre der Index über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Dann bekommen wir um 8 Uhr am Morgen die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im dritten Quartal. Es ist hier die zweite Veröffentlichung, also auch nicht ganz so unwichtige Zahlen. Um 10 Uhr gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex für den Monat November. Und um 13 Uhr wird der GfK-Konsumklimaindex für den Monat Dezember bekannt gegeben. Und Sie wissen ja, das ist der Monat, in dem wir Weihnachten feiern. Das Weihnachtsgeschäft läuft vorher auf Hochtouren. Und das ist für viele Branchen sehr, sehr wenig wesentlich, um die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Insofern ist der Ausblick auf den Monat Dezember hier von der Gesellschaft für Konsumforschung natürlich auch für die Börsen von besonderer Wichtigkeit. Konjunkturdaten haben wir damit besprochen, aber es gibt auch noch ein paar Quartalszahlen, so zum Beispiel den Zwischenbericht von ThyssenKrupp, der natürlich auch mit besonderer Spannung erwartet wird.